aus der Ukraine, kümmert sich um Hilfstransporte in die Ukraine und fährt häufiger in die Ukraine mit. Оце Романа вже представила коротко про Марію Максимців. Марія Максимців супроводжує наших поранених солдатів тут у Гановері, а також займається допомогою, транспортуванням допомоги в Україну, а також часто сама особисто їздить з цією допомогою в Україну. Запрошую вас до слова. Wie schön und gut es ist, dort zu sein, zu leben in seinem eigenen Land und auf der eigenen Muttersprache zu sprechen, zu leben und frei zu sein. Deswegen versucht auch schon seit Jahrhunderten unsere Nachbarn uns unsere Freiheit zu berauben. Zu berauben unsere Sprache, unseres Territoriums und unsere Unabhängigkeit, uns ihren Sklaven zu machen, unfrei in unsere Gedanken, Wünschen und Träumen. Aber die Ukraine ist eine freie Nation, die sich niemals brechen lässt und die nie abgeben wird. Die Ukraine opfern ihre Leben für das Land. Der heutige Tag sagt und zeigt uns, dass die Ukraine eine unzerbrechbare und souveräne Stadt ist. Und Krim, Donetsk, Luhansk, Saporizhia, Cherson sind und bleiben Ukraine.